Ah, ja, ist gut. Oh ja, schleck mal. Hotter, Bandung auf Isaac. Der letzte Run war ja... Und deswegen mache ich jetzt direkt noch einen Run. Also das ist direkt danach. Das war vor 2 Minuten oder so, dass der letzte Run so richtig war. Und deswegen spiele ich jetzt, glaube ich... Oh mein Gott, -2 ist, ich glaube, ist das höchste, was ich je hatte. Ich spiele, glaube ich, jetzt wieder random. Und hoffe, dass es nicht Samson ist. Samson habe ich immer noch nie gespielt. Ich mag ihn auch nicht. Oh, ich dachte schon, es wird Samson. Okay, wir haben Azazel, Azazel, wie auch immer. Den mag ich. Ich finde den voll sympathisch. Der ist voll süß und knuffig. Hat Flügel. Ja, doch. Und er kann fliegen direkt am Anfang, hat einen Laser. Mit Azazel ist es deutlich schwerer, einen schlechten Run zu haben. Es ist eigentlich auch mit Isaac und das hatte ich trotzdem. Aber, naja. Ey, komm. Weicht doch nicht einfach meinem Laser aus. Das geht doch nicht. Vampora. Ah, ich hoffe, da unten ist noch so ein Opferraum. Weil dann habe ich befohlen, um mich wieder rauszuporten. Das wäre nice. Oh Gott, das ist nicht... Oh, das ist knapp. Ich habe nur einen Schlüssel. Will ich den für die goldene Kiste benutzen? Ich glaube, ja. Seite. Nicht. Ich werde es trotzdem hier noch auf der Ebene benutzen für die, wie viel Prozent Chance war das? 6,66 oder 7,77 oder so? Wow, das hat sich nicht gelohnt. Es gibt ja nur für den Error-Raum die geringe Chance, deswegen habe ich das jetzt benutzt. Das blaue Stein, da könnte der Geheimraum sein. Es hat sich fast gereimt und vielleicht bekomme ich beides. Goldene Kiste. 2 mit gleich Pille Balls of Steel. Nice. Das macht die erste Ebene jetzt hier doch ziemlich nice. Und bei Trap. Trotzdem 3 blaue Herzen mehr als vorher. Fool war das genau. Die finde ich persönlich ziemlich nervig. Aber wenn man fliegen kann, ist es deutlich einfacher. Okay, ab. Nice. Da gehe ich auf jeden Fall rein, weil ich hätte eigentlich später reingehen sollen, wenn mein Teleport wieder bei dir sich hält. Ich dachte irgendwie, warum auch immer, ich hätte für Fool mit. Wow, der läuft aber schnell weg. Wiggle Wagger. Funktioniert, glaube ich, nicht auf dem Laser. Oh, doch, natürlich. Das ist cool. Das sieht aus wie so ein kleiner, krummer Penis irgendwie. Hä? Ich habe keinen Schlüssel. Da ist vielleicht einer drin. Ne? Nope. Ah. Ich dachte, ich komme dann vielleicht in den alten Raum. Komm aber sehr nice, sehr geiles AP ab. Die mit dem Devil, wo 2 Items sind, die ich nicht haben möchte. Und spinnen. Danke. Ich habe noch einen Raum, glaube ich. Ein Raum, um einen Schlüssel zu finden. Na schön, eins nach dem anderen. Oh, das war geil. Kein Schlüssel. Aber wieder in den Geheimraum. In Bossraum. Ich habe eine Bombe, damit könnte ich mich hier wahrscheinlich in den Geheimraum bomben. Oder er ist da rechts. Er ist da rechts. Hm.
Dann war die Ebene jetzt ja nicht so toll. Geheimraum und Itemraum nicht gefunden. Aber die Ebene kann ja nicht viel schlimmer werden jetzt. Ich glaube... ich hätte mich nicht porten sollen, weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Oh nice, ein Schlüssel. Oh, meine Fliegen haben mir gerade... oh, okay. Fliegen haben mir gerade Schaden gemacht. Ich weiß, dass es riskant ist, dass ich jetzt die ganze Zeit den Teleport benutze, weil ich ja auch damit direkt in den Error-Raum kommen könnte. Aber... warum nicht? Wenn ich die Emperor-Karte wieder finde, dann kann ich auch aufheben und dann kann ich mich aus dem Error-Raum auch, glaube ich, wieder rausporten. Wenn ich die Karte wieder finde, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Oh, nice. 5 Münzen. Und ein Itemraum. Yay. Satanic Bible. Benutze ich sogar gerne. Tschüss, Teleporter. Hallo, Teleporter. Ich hoffe, das halbe Herz Schaden verzichten. Die hatte ich ja schon, Bossstil. Damit bin ich jetzt voll HP. Ich habe zweimal das. Wäre eine Arcade auf der Ebene, wäre das ziemlich geil. Ist es aber nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin verwundert. Und hier über mir könnte der Geheimraum sein. Aber ich habe keine Bombe. Da bin ich fast in den Gegner gelaufen, der überhaupt nichts kann. Hör mal, bringt mich in den Shop. Ich habe nur 2 Münzen zu wenig. Aber ich kann es trotzdem benutzen, weil mich das ja jetzt kein Schlüssel kostet. Und ich könnte vielleicht ein Deal für 7 Cent bekommen. Mir fehlt noch eine Münze. Das ist gemein. Warte mal, das da hinten ist gar kein Shop. Hier ist der Shop. Nope. Der goldene Schlüssel. Der goldene Schlüssel macht... ich habe keine Ahnung. Der goldene Schlüssel. Plus 2 Keys. Und higher chance to get more consumable drops from chests. Nee, danke. Hätte ich also sowieso nicht gewollt. Nach rechts geht, nach links geht's raus, okay. Dann ist das da links kein Shop, okay. Dann will ich da auf jeden Fall rein. Da kann es eine Bibliothek oder so sein. Ich überhaupt noch weiß, wo ich bin und wo ich landen muss. Ich nehme sogar Book of Belial mit. Da ich nicht so viel Angst um meine HP habe. Denn ich fühle mich deutlich stärker als in meinem letzten Run. Dann würde ich mal sagen, auf zum Boss, den ich schon besiegt habe. Gar nicht, ob ich den auf dieser Ebene jetzt schon besiegt hatte. Nein, das ist nicht okay.
Sehr gut. Oh, das ist so gemein. Oh, ist das gemein. Das ist so hart gemein. Man bekommt die Engel, indem man jetzt hier eine Bombe hinlegt. Ich habe keine Bombe. Oh, Spiel. Warum bist du so grausam? Bleibt der Raum da? Ja. Schlüssel, warum? Oh. Ich muss irgendwie an eine Bombe kommen. War im Shop eine? Ja. Wehe, der Raum ist jetzt weg. Wenn der Raum jetzt weg ist, dann weiß ich nicht, was ich tun würde. Traurig sein. Ah, oh, er ist noch da. Also gut. Ups. Der ist eigentlich nicht so schwer. Ich glaube, er kann auch noch Laser machen. Den meine ich eigentlich nicht. Eigentlich meine ich andere Laser. Nein, immer noch nicht den. Oder vielleicht mit verschiedenen Engel oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht sehr viel Engelerfahrung. Auf jeden Fall gibt ihm jetzt die erste Hälfte. Oh, Forgotten Horseman. Die erste Hälfte vom Schlüssel. Wenn ich jetzt noch einen Engelraum bekomme, dann wäre das so gut. Dann hätte ich endlich die Chance auf den Satan-Fight am Ende. Oder was auch immer das ist. Ich glaube jedenfalls, dass es irgendwie Mega-Satan ist oder so. Ich weiß es selber nicht. Ich will es wissen. Das wäre so viel besser als mein letzter Run dann. Ich meine, der ist jetzt schon besser als mein letzter Run. Oh Gott. Hey, der hängt da fest. Der Arme. Nice, eine Münze. Ich wollte ja Schlüssel sagen, aber Schlüssel war hier hinten. Oh Gott. Oh, stell dich mal vor, hier könnte ich jetzt nicht fliegen. Oh, wäre der Raum eklig. Oh, das ist der Shop. Itemraum. Und es ist. Ha! Mom's Knife. Gerade mache ich den Laserball lieber. Ich werde erstmal gucken. Ich weiß, es wäre verrückt, wenn ich das Knife nicht nehmen würde. Aber Laser ist natürlich eigentlich geiler. Ha. Ich habe ja mittlerweile festgestellt, dass Knife nicht so gut ist, wenn man keinen Schaden hat. Und laut Anzeige habe ich nur 2 Damage. Schauen wir mal. Das ist wieder die Champion-Version, die nur. Aua. Spawnt. Wer schießt denn dahinter? Da, eine dritte Fliege. Boy. Oh, es ist kein kein Engelsraum. Range up? Funktioniert das eigentlich? Bin nicht sicher. Aber so wie es jetzt eigentlich gerade ist, würde ich das Knife nicht nehmen wollen. Schwere Entscheidung. Ich meine, es ist ein Knife. Mom's Knife ist übel geil eigentlich. Ich dachte, der rennt von mir weg. Warum auch immer ich das dachte.
Aber ich dachte, das wird er. Schon komisch, wie wenig Bomben ich habe. Werde ich einmal benutzen, in der Hoffnung, dass da der Geheimraum ist. Nämlich... hier. Nope. Ah, soll ich das Knife nehmen? Warte, da wollte ich hoch. Oh man, verspielt er jetzt immer noch das weiße Herz, Matt. Da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet gehabt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Knife nehmen will oder nicht. Oh, das wäre nice. Na, natürlich nicht. Nickel. Nein, Dime sogar. Knife oder nicht Knife? Das ist hier die Frage. Erstmal den Shop. Und der Shop hat für mich. Ich glaube, das ist der Boomerang und das ist Better Pills. Was ich Better Pills will, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Das war doch der Boomerang, oder? Ja, war's. Also du darfst du gerne das HP abgeben im Spiel, also da hätte ich absolut nichts gegen. Nice, dann sehe ich hier die Geheimräume. Und auf zur nächsten Ebene. Fliegen, please. Okay, nice. Ich gucke erstmal in den Geheimraum. Mm-hmm.
Der wahrscheinlich jetzt hier über mir ist. Und wahrscheinlich hier unter mir nicht. Oh. Ha. Damit habe ich gerechnet. Okay, ich bin schon voll AP. Ich wollte eigentlich so lange spielen, bis ich voll AP bin, aber das war ja instant. Ich glaube, ich lasse das Knife liegen. Knife hat mir in letzter Zeit noch nicht so gut gefallen. Wie im Originalspiel. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Oh, ich kann in den Challenge-Raum. Ganz vergessen. Okay. Das war interessant. Übrigens, für die, die es nicht wissen, die Maske kann ab und zu einen kompletten Hit einfach blocken. Das heißt, es ist so wie Holy Shield, nur nicht mit Garantie. Wie? Champion Beep. Pinkelt der mehr, weil er blau ist? Grün? Nein, blau? Nein, warte, wie hieß das? Gelb! Ja, ich glaube, der pinkelt mehr. Oh, da habe ich mich treffen lassen. Das wäre ziemlich doof. Macht aber nichts. Einen letzten Versuch gebe ich dir noch, Blutmaschine. Einen allerletzten. Okay, du hast verkackt. Den Bettler jage ich nicht in die Luft, weil das, glaube ich, die Chance auf den Derbe-Raum erhöht. Aber ich will ja Engelsraum. Habe ich jetzt überhaupt den zweiten Geheimraum gefunden? Ich glaube, den hatte ich. Und ja, ich habe das Knife jetzt liegen lassen. Mit Absicht. Ich habe das Gefühl, der Laser ist deutlich stärker. Ich hoffe, damit hatte ich recht. Damage hätte ich trotzdem noch gerne. Das war knapp. So viel Kacke hier. Eigentlich total berechenbare Bosse,
Aber irgendwie auch nicht. Aber ich finde ja meinen Schaden eigentlich in Ordnung. Mein Movement Speed finde ich eigentlich perfekt. So, Lucky Foot. Und goldene Kacke. Counterfeit Penny. Nein, danke. Ich glaube, ich habe genug Münzen. Und im Shop ist Reed. Wer hätte das erwartet? Auf schwarzem Hintergrund sieht das voll komisch aus. Mit meinem schwarzen Kopf. Ich hoffe sehr, ich bekomme noch einen engen Raum. Aber nicht gerade. Tiefen 1 gerade mal. Okay. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Oh, ich dachte nicht, dass das trifft. Komm schon. Ja! Und sogar ein neues Item. Trinity Shield, you feel God. Lol. Das ist geil. Und hoffentlich der zweite Teil des Schlüssels. Oh, der sieht tatsächlich anders aus als der erste. Aua. Okay, der kann den Laser auch gerade machen. Da weiß man doch gar nicht, wo man sicher ist. Oh Gott, ich hing an dem Item-Sockel fest. Ich glaube, man sieht es an seinen Händen, wenn er den Laser macht, ja. Ich habe beide Teile des Schlüssels. Dad's Key und The Family Man und Unlock Challenge 19. Oh, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch bis zur Isaac-Ebene bekommen. Ja, zur Chest-Ebene. Oh, wie geil. Ich bin gerade voll hyped. Oh, geil. Oh, wenn ich jetzt vorher sterbe, ich weine. Ich weine so richtig. Ein Shield, ihr könnt mir gar nichts. Das ist Zunge. Nö, danke. Ich glaube, da habe ich auf der Ebene schon alles, wa? Da war ja auch nur ein Trinket, oder? Ja. Im Shop war Great. Beide Geheimräume habe ich abgeklappert. Oder habe ich gar nicht. Doch, klar, habe ich. Das wollte ich nicht. Ha, besiegt.
Übrigens, das Schild macht... Es blockt Projektile. Was man schon sich hätte denken können. Aber halt nur in die Richtung, in die ich es gerade drücke. Wobei ich denke mal, es kann auch so von der Seite ganz glücklich treffen. Nice. Die finde ich nicht so nice. Will die nicht immer in die gleiche Richtung schießen mit ihren Tränen. Das heißt, man kann es nicht predikten. Oder sie tun es, und mir ist es noch nie aufgefallen. Kann er aufhören zu springen? Danke. Wow. 48 Stunden Energy. Komm, sein Geist. Das ist ziemlich nice. Erstens kann ich benutzen. Bekomme 48 Stunden Energy. Kann es nochmal benutzen. Balls of Steel. Kann es nochmal benutzen. Kann es nochmal benutzen. Balls of Steel. Und kann es nochmal benutzen. Für IOW ist etwas nicht so lohnenswert ist, aber... Ne? Ist schon geil. Und ich habe vergessen, was die blaue Pille ist. 48 Stunden Energy. Dann kann ich es nochmal benutzen. Kann es nochmal benutzen. Für Range Up, das ist nice. Und ich kann es nochmal benutzen für Balls of Steel. Wie oft habe ich das Item jetzt gerade benutzt? 6-7 Mal? 8 Mal? Oh, schon kaputt gegangen. Die Schlüssel kaufe ich mir. Und ab, weiter geht's. Das ist schon der Mom-Boss-Fight. Einfach nur Mom. Nicht Moms Hard oder so. Einfach nur Mom. Den Raum gehe ich da auch noch gerne rein. Ich habe genug Schlüssel. Hab den Itemraum noch gar nicht gehabt. Auf dem. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das Item hasse ich. Das werde ich niemals aufheben. Damit sehe ich jetzt alle Geheimräume. Das ist auch sehr, sehr nice. Monkey Paw. Ich werde nachgucken, was es ist. So. Monkey Paw ist... Wenn ich noch ein halbes rotes Herz habe, spawnt ein schwarzes Herz. Nachdem 3 schwarze Herzen gespawnt sind, durch diesen Effekt verschwindet das Trinket. Das andere... Das hier, ich bekomme keinen Schaden mehr, wenn ich über Spikes oder so laufe, aber ich habe ja eh Fliegen. Wenn ich das Item habe, wenn ich Schaden nehme, habe ich die Chance, zum Gamekit zu werden. Damit mache ich Contact Damage und werde unverwundbar. Die Frage ist nur, wenn ich meinen Wiggle Laser da aufgebe. Kann es sein, dass ich eine höhere Range habe mit dem Wiggle Laser? Ich glaube ganz minimal. Die Spitze ist manchmal so ein bisschen schräg dadurch vielleicht. Oh, Wiggle Worm ist übrigens auch Tears Up. Das wusste ich nicht. Dann behalte ich Wiggle Worm. Das ist gut zu wissen. Noch mehr Münzen, die ich auf jeden Fall brauche. Weil sonst sterbe ich natürlich.
noch mehr Münzen, weil sonst sterbe ich natürlich. Ja, ist klar. Danke, Spiel. Ich bin gerade fast ins Feuer gelaufen, weil mich das runtergezogen hat. Karte, Hermit. Nein, danke. Ah, das Interessante ist hier. Was, wenn die eine Sacke so ist? Wo ist denn der? Was? Ach, da ganz oben links war der Boss. Die haben wir schon gefunden gehabt. Okay. Dieses Schild ist ja so ein bisschen wie der Begleiter, der auch einfach alle Projektile abfangt, wenn man beides hat und es ein bisschen nebeneinander versucht zu hinzudingsen, ist das eigentlich ziemlich stark. Zweiten Geheimraum hatte ich noch nicht, ne? Der müsste jetzt hier unten sein. Ja. Wupp, wupp. Ist das auch ein TS-Up? Oh, wupp, wupp, funktioniert nicht mal. Langweilig. Oh, da habe ich gerade richtig konzentriert gekämpft, weil ich einfach mal den Boss ohne Schaden machen wollte und ich habe sogar vergessen, ein Space Item zu benutzen. Oh, Wafer. Warte, was, wenn ich das jetzt nochmal mache? Gibt er mir jetzt ein Random Item, das ich noch nicht hatte? Au. Ich bin wieder an dem Item-Protest fest. Au. Okay. Ah, okay, ich weiß jetzt, wie er die Laser macht. Da macht er die Laser in die... Erstmal sterben. Gott. Denise hat mich jetzt voll rausgebracht. Was wollte ich sagen? Genau, wenn er seine Hände leuchten, macht er das in die Himmelsrichtung. Und wenn er sich so zusammenbückt, kann er entweder das machen oder die Laser. Okay, ich bekomme gar nichts dafür. Das ist unglaublich nicht befriedigend. Okay, Denise klang gay. Aber nice, ich habe Wafer. Hab sehr viel Projektil-Abfang-Damage-Thingies. Komm also nur ein halbes jetzt Schaden. Ich sollte es bis zur Chest schaffen. Also wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich nicht, was falsch bei mir ist. Au. Sweet Suffering. Das Item macht übrigens, dass, wenn man getroffen wird, hat man die Chance, dass ein blaues Herz oder ein schwarzes Herz droppt. Und... das war's, glaube ich. Und es sieht eigentlich cool aus, habe ich aber eine Maske auf. Und hier liegt Stroh rum. Komisch. Und dieser fucking Laser! Aber da sieht man schon, blaues Herz ist gedroppt, weil ich gehittet wurde. Ich habe auch noch die Pots of Steel Pille, die ich einfach benutze. Weil, warum nicht?
Ach, der kann mir ja gar nichts. Ich habe mein Schild davor. Funktioniert das mit dem Laser? Ich glaube nein. Den ersten Geheimraum habe ich schon gefunden, den zweiten noch nicht. Will ich überhaupt noch erkunden? Eigentlich irgendwie schon. Alleine wegen dem zweiten Geheimraum lohnt sich das ja schon. Was sind das denn für Abgründe? Wow, das war so unglaublich random. Das war sowas von unglaublich random. Für ein Item, das ich nicht will. Aber wow. Ich denke mir so, oh, das ist aber ein komischer Abgrund. Ich lege da mal eine Bombe rein. Plötzlich ist da ein Geheimraumtunnel. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und vielleicht ein Blaustein. Nope. Ey, die wollte ich auch sammeln. Danke. Komm, zeig dich. Hallo? Ich meine, du kannst gerne noch was weitermachen, ne? Aber irgendwann wird es langweilig für uns beide, danke. Oh, die Ebene ist noch ein bisschen größer, als ich erwartet habe. Ich werde blond mit einer Tarotkarte. The Lovers. Meh. Und blauen Herzen. The Rock. Damit droppen jetzt Steine, wenn man die... Wenn man sie kaputt macht, droppen die Geld. Das ist ziemlich unnötig. Das Trinket da rechts, diese Batterie. Dadurch kostet mein Use-Item ein Raum-Charge weniger. Das ist eigentlich auch ganz nice. Ah, wollte ich gar nicht aufheben. Das da aufheben. Dev. Hm. Du Farts. Ich glaube, ich nehme mal World mit. So viele fucking Items hier. Oh wow. Oh wow. Okay, das ist mal. Das wollte ich jetzt einfach benutzen, weil es übertrieben ist. Und ich eh nichts davon brauche. Suicide King, ich hasse diese Karte. Ich wusste nicht, was sie tut und habe sie benutzt. Das letzte Mal. Und sie tötet dich. Das war's. Und das ist nicht nett. Ich überlege gerade, ob es noch ein Trinket gibt, das ich gerne hätte. Das wäre Faith Up. Aber ich hatte die Engelräume schon, die ich brauche. Chocolate Butter kann ich, glaube ich, random furzen. Holy fuck, ist das viel. Challenge Up. Ich weiß überhaupt nicht, was das überhaupt bringen soll, dass man höhere Chance auf stärkere Gegner hat. Das wäre Luck Up. Der Toder. Will ich aber, glaube ich, auch nicht haben. Ich
könnte natürlich sagen, hey, ich hole mir doppelte Tiers durch Cancer und dann kann ich noch schneller meinen Laser aufladen. Was ich, glaube ich, sogar tue. Ich wollte nicht für Moon, ich wollte für World. Gott, wie komme ich da jetzt durch? Ist so voll hier. Ah, geht doch. Der Raum war auf jeden Fall interessant. Wenn auch ziemlich unnötig. Broken Ankh oder so hätte ich, glaube ich, noch gerne gehabt. Warum bin ich reingegangen? Ich war gerade voll vertieft auf... Warte, was bringt dieser das war Poop Penny, ne? Ja. Jedes Mal, wenn ich eine Münze aufhebe, furze ich. Wie useless ist das? Ich bin schon wieder reingegangen. Was mache ich hier? Ich bin so konzentriert. Ja, nee, aber sowas wie The Ankh hätte ich genommen. The Broken Ankh. Oder dass manchmal Moms Fuß runterkommt oder so. Oder das Trinket da Damage ab. Das Horn. Das hätte ich alles genommen, aber alles ist nicht gekommen. Habe ich den nicht erst gerade in diesem Run freigeschaltet oder war das der letzte Run? Okay, show your world. This item is useless. Ich finde ich jedenfalls ziemlich hart. Man kann irgendwie unverwundbar sein, wenn man das gedrückt hält, aber irgendwie kann man nicht feuern oder keine Ahnung, ist es buggy oder ich mag es nicht. Hm, nach links. Ah. Das sind übrigens, glaube ich, zwei Taskgegner. Neben den Masken oder so. Weil die sind so random. Da, einfach kurz plopp. Hier, hey. Ich komme direkt mal raus und schieß auf dich, weil, hey, ich kann's, ne? Oh Gott. Der hat es echt geschafft, sofort mit Zumi vorzuhüpfen, um mich zu treffen. Ich habe voll nicht aufgepasst auf den. Kann ich mit dem... Ja, mit dem Schild kann ich die auch abfangen. Aber das ist gefährlich. Und funktioniert manchmal nicht richtig. Interessant. Unnötiger Raum. Der hingegen ist interessant. What the fuck? Ranger. 48 Stunden Energy. Ich habe ja keine Newsseite, mit dem ich das eigentlich benutzen möchte. Hm. Huh. Nochmal.
Komm. Nice, 4 Schlüssel. 4 Schlüssel will ich eigentlich immer auf jeden Fall haben. Für die Chest halt. Ist, glaube ich, klar. Ich dachte, das wäre eine Schlucht hier. Hm. Das war schwer. Oh, das macht mir auch Schaden, wenn ich drüber fliege. Das wusste ich nicht. Schade. Warum habe ich da noch eine Bombe hingelegt? Unnötig. Wenn ich auf ein halbes Herz droppe, dann komme ich Little Steve als Begleiter. Oh nein! Das fand ich im alten Binding of Isaac besser. Da konnte man solche Dinger gar nicht mehr aufmachen, wenn man fliegen konnte. Was ich auch irgendwie logischer finde. Okay, da habe ich den Schlüssel wieder. Hm. Oh Gott! Oh, so hart Facepalm! Boah! Bin ich behindert? Ah ja, ich habe den. Shit. Kannst mir gar nichts machen. Ich hab ein Schild! Und einen Boss, den ich besiegen muss. Das ging nicht so richtig. Also den. Chop, chop, Boss. Mach du das mal für mich, Mom. Muss noch aufpassen, wenn der Laser kommt. Ich will nicht den Boss triggern, ich will nur die blauen Flammen kaputt machen. Ja, genau dafür. Okay, sehr gut. Dann benutze ich jetzt Wo World, dass ich genau weiß, wo der Boss ist. Damit ich da schnellstmöglich hin kann. Oh Gott. Ah, nach oben ist denn der richtige Weg. Okay, nice. Wenn ich blaues Herz finde oder so, ist das ziemlich nice. Ich finde es schon hart, dass Gegner, die in der Kathedrale sind, auch die Gegner beim auf der ersten Ebene sein können, bei dem Lil Horn Boss. Das finde ich ein bisschen komisch. Ja, okay, da kann ich nicht da wieder raus. Warum auch immer.
Oh, das könnte richtig gut sein. Und das ist richtig gut. Denn das ist Balls of Steel. Und das ist auch Balls of Steel. Das heißt, ich habe jetzt zwei Balls of Steel Pillen. Das heißt, ich kann mich... viermal hit... Nee, achtmal kann ich mich hitten lassen beim Boss. Achtmal ist, glaube ich, ziemlich nice. Ich brauche Schlüssel. Deswegen mache ich das. Ich habe einen Schlüssel, aber ich eigentlich noch gerne mehr. Sind die gerade einfach rausgeploppt aus den Steinen? Ja, wieso nicht? Was passiert da gerade? Na ja, auf jeden Fall gehe ich hier rein. Weil ich glaube, ich habe genug, dass ich mir das leisten kann. Und mache jetzt... noch nicht den Boss, weil ich erstmal den Raum davor machen kann, muss. So, und jetzt mache ich den Boss. Oh, auf dem Rückweg soll ich aufpassen. Das ist einfach so OP gegen Isaac und so. Okay, hier stehe ich sicher. Warum spawnen eigentlich blaue Herzen? Rote. Und nicht schwarze oder blaue. So, wenn ich gehittet werde, habe ich doch die Chance, dass ein blaues oder schwarzes Herz droppt, nicht ein rotes. Ich habe nicht das Trinket, das mir... Das war knapp, mehr rote Herzen droppen. Nice. Jetzt hole ich mir noch eine der Pillen. Die da, Balls of Steel. Was waren die anderen hier nochmal? Achso. Leider nur vier Schlüssel. Ich glaube, ich mache hier sogar noch ein paar Räume, weil ich jetzt ja hier noch mehr Pillen habe. Und damit ich die Schlüssel bekomme, ein bisschen länger warten, bis ich den Mega-Boss weitermache. Kann nicht so schwer sein, mir Schlüssel zu geben. Das Baby ist sogar nerviger. Deswegen töte ich jetzt gerade das Baby zuerst. Ist auch kein Schlüssel. Das ist ein Greed. Ja, super. Aber ich habe ein Schild. Gib mir Schlüssel. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Wie wird wohl der Boss sein, den ich noch nicht kenne? Boah. Oh, Schlüssel. Nice. Sehr nice. Ich den großen Raum, auf den Großraum verzichte ich, weil ich jetzt habe ich fünf Schlüssel. Aua. Ich hätte gedacht, dass der Raum so eklig ist.
so ein Teufelsding-Typ hier. Na komm. Ich meine, du gibst ja voll Hälfte, damit ich weiter an dir spielen kann. Das ist süß und so, aber danke. Okay, jetzt finde ich mich deutlich sicher. Jetzt mache ich mich jetzt hier nochmal voll AP bringen kann. Warte, wo war denn hier die voll? Ich hatte doch noch eine irgendwo. Nicht? War die da drinne? Mist, das war nicht die Idee. Drin. Okay, egal. Ich kann die Tür da öffnen. Oh mein Gott, ist das hier was? Okay, das hat sich komisch angehört. Aber wow. Was macht das nochmal, bevor ich das aufhebe, will ich lieber gucken. Ah, Knockback-Effekt. Und das da unten ist die Lunge von Dingens, die will ich auf keinen Fall aufheben. Oh Gott. Oh. Mega Satan. Holy shit. Holy shit. Ich kann mich nicht bewegen. Holy shit. Holy shit, das ist ein Laser. Oh Gott. Oh. Okay, die eine Hand ist kaputt. Zeit für die andere Hand. Oh Gott, ist das geil. Oh Gott. Der Gegner spawnt. Das wäre ziemlich eklig. Oh, okay. Hat er gerade die Hand gewechselt? Gott. Muss ich jetzt echt erst besiegen? Anscheinend. Weil der Boss ist gerade nicht angreifbar. Oh, das ist geil. Oh, eine Art Boss Rush. Mit ekligen Bossen. Oh, er hat beide Hände wieder. Okay, dann versuche ich direkt gleich auf ihn zu gehen. Oder auf die Hände zu ignorieren. Ich komme nicht ran. Ich traue mich nicht wirklich. Deswegen gehe ich erstmal auf die eine Hand. Jetzt gehe ich wieder auf den Boss. Oh, er spawnt wieder Bosse. Okay, Envy. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung. Aber super Envy, das heißt, ich glaube, bestimmt noch so super Glatteni oder so kommt bestimmt jetzt auch noch. Und super Last, okay. Ja, die ganzen super Bosse. Zum Glück kann ich fliegen, Alter. Oh, wow. Wirklich alle super Bosse. Oh wow, ich gedacht, dass das so schwer wird. Wieder eine Hand fokussieren, wenn ich an den Boss rankomme. Eine Hand ist tot. Ich ignoriere den Miniboss und gehe auf den Kopf. Kopf ist untargetable. Ich muss jetzt erst wieder die Bosse töten.
Was ist das? Das ist ein böser Engel. Aber kein schwerer böser. Oh, da kommt noch einer. Oh, das ist die rote Version davon. Das sind ja die Engel, die ich besiegt habe, um hier reinzukommen. Nur in dunkel. Kann aber das gleiche. Da wurde zum Glück ein Hit von meinem Schild geblockt. Da dachte ich eigentlich, ich weiche rechtzeitig aus. Ah, fuck. Ich gehe wieder auf die eine Hand. Oh Gott, stehe nicht so sicher, wie ich dachte. Komm, stimme nicht. Wie hast du bitte? Wie trifft mich das alles, trotz meinem Schild? Ist er tot? Oh Gott, ich glaube, er ist tot. Nein, ist er nicht. Verarschst du mich jetzt, oder was? What the fuck? Das ist hier wirklich ein übermega geiler Satan-Boss-Fight. Oh, 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 er hat Kratzer bekommen. Er hat Kratzer bekommen, ich hab's genau gesehen. Er hat Kratzer bekommen. Er geht kaputt. Oh, wie gut, dass ich dieses Shield habe. Er hat nochmal Kratzer bekommen. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Alter! Alter, das Ende war so creepy. Ich habe Gänsehaut bekommen. Da ist ein toter Satankopf. Alter, dieses Ende. Habe ich jetzt den neuen Charakter? Lost? Nein. Es gibt anscheinend noch einen Charakter, der heißt Lost und ich weiß nicht, wie man den bekommt. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es selber herausfinden. Aber holy shit, war das geil. Also. Auf jeden Fall. Also der Run war geil. Der Bossfight ist selber so richtig übermega geil. Like, what the fuck? Wow. Hype. Hype. Alter. Wow. Okay, ja. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Und das war unglaublich geil. Wow. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Sofa.